Wolke Hegenbart ist 2019 zum ersten Mal Mutter geworden, doch das erste Jahr mit Sohnemann Evi war neben purem Glück auch geprägt von extremem Schlafmangel. Eine Erfahrung, die auch ihre Beziehung nachhaltig verändert hat. Wolke Hegenbart, 42, macht kein Geheimnis daraus, dass sie das erste Jahr mit ihrem Sohn Evi, heute 3, an ihre Grenzen gebracht hat, körperlich und mental. In einem neuen Interview mit dem Spiegel findet die Schauspielerin erneut klare Worte über die ersten 12 Monate als Mutter. Wolke Hegenbart hat als Individuum gar nicht mehr existiert. Mein Sohn Evi hat ein Jahr lang nicht mehr als 2 Stunden am Stück geschlafen. In schlimmen Phasen ist er alle 45 Minuten aufgewacht. Ich habe ihn wochenlang nachts von 3 bis 5 Uhr morgens durch die Wohnung getragen, immer um unseren Küchenblock herum. In der Sekunde, in der ich mich setzte, war er wieder wach, so Hegenbart über die wohl kräftezehrendste Zeit ihres Lebens. Es gab keine Alternative, der kleine Evi wollte nur bei seiner Mama sein, er, der Koala, ich, der Eukalyptus, das beschreibt mein erstes Jahr mit ihm. Dass sie als Mutter als Individuum gar nicht mehr existiere, damit habe die 42-Jährige vor der Geburt nicht gerechnet, gesteht sie im Spiegel-Interview offen und ehrlich. Wir waren zu müde für Streit. Ihr Partner Oliver Veit hat sie in dieser Zeit so gut es geht unterstützt, doch er hat gleichzeitig auch Vollzeit gearbeitet. Sie haben sich mit dem Schlafen abgewechselt, doch während des ersten Jahres mit Evi hatten wir im Grunde keine Beziehung, sagt Hegenbart. Einer hat ja immer geschlafen. Es ging nur noch darum, wie kommen wir da durch? Das einzig Gute war, dass wir zu müde für Streit waren. Wir haben durch das Jahr aber auch herausgefunden, dass wir ein richtig gutes Team sind. Wir wissen jetzt, wir können fast alles gemeinsam schaffen. Ein Geschwisterchen für Evi komme allerdings nicht mehr in Frage, trotzdem traue ich unserer Beziehung kein zweites Kind zu. Die Liebesbeziehung müssen wir uns erst langsam zurückerobern. Das kommt leider nicht von selbst. Wir sind gerade erst dabei, daran zu arbeiten.